Servus Leute, im heutigen Video geht es leider noch nicht um das Halloween-Event, dem werde ich mich im nächsten Video hoffentlich widmen. Und heute gibt es einfach zwei Szenen für euch. Einmal auf Factory war ich unterwegs auf meinem Main-Account mit der M1A und habe dafür eine Daily Kills gemacht. Und ja, ein paar nette VoIP-Interaktionen gab es auch. Und in der zweiten Szene war ich auf dem zweiten Account unterwegs auf Shoreline. Hab da Shooter Born in Heaven gemacht und war erst sehr skeptisch, ob das auch läuft. Und dann hinterher angenehm überrascht, dass da einiges ging. Ich will nicht zu viel spoilern, schaut es euch einfach an. Waren ein paar nette Shots dabei. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben natürlich und Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Yeah, I'm super friendly. Oh, okay, very nice. I like yeah, very nice. I like you too. Bye bye. Bye bye for now. Not bye bye. Ah, er liest jetzt gerade meinen Namen. Es ist wundervoll. Ich schieße mir mit dem ersten Schuss auch direkt mein Bein weg, ne? Hey, Y-Man, ja, mit Bart. Inzwischen sehe ich ja fast so aus wie auf den Goal-Bildern. Ja, sogar. Moment, ich brauche den seinen Rucksack hier. Irgendwie schon wieder so eine komische Runde. Wie viel haben wir jetzt? Zwei, ne? Hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt, da wegzulaufen. So, schau. Oh ja. Doch nicht so eine komische Runde. 1, 2, 3 Kills können wir noch machen. Ah, 3 glaube ich nicht mehr. Irgendeine Pistole war das da oben. Hey. Der rennt weg.
bitch. Fuck you. Oh no. Ich glaube, der andere geht raus. Muss mir natürlich das Bein brechen, ich voll der. One tap, ja? Stop! Oh, fuck you! I have no ammo, please! I don't care! Battlen hilft hier gar nichts. Freundchen. So. Bin mir nicht sicher, ob das der von da unten war oder keine Ahnung. Boah. Jetzt krieg ich mal wieder ein. Ach so, weil ich so overweight bin, deswegen. Okay, wie viel haben wir? Drei. Ne, vier. Vier haben wir. Auch okay. Nehmen wir den draußen noch mit und dann raus hier. So, raus hier. Ja, war doch noch eine normale Runde. Bisschen was los. Bisschen VoIP-Action, kann ich nichts sagen. So. Tarkov ist grausam, ja, also der Klassiker. AKM mit, hier, wie heißt es? Gexa oder so. Sieht man hin und wieder. Steht auch nirgends, ne? Oh, es waren doch 5 Kills, ne? War eine 5er im Moment. 1, 2. Ah, ich habe ja alle. Genau, okay. Wir schauen einmal kurz auf die Skeff-Insel. Ich meine. Das Problem ist halt, auf Shoreline ist eh schon so wenig los und dann draußen noch einen auf 125 Meter. Anstrengend. Oh. Hinten an der Baustelle hat es geschossen, das heißt, auf der anderen Seite ist schon mal jemand. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich sehe aber auch keinen. Die Goons gerade auf Customs angekommen. Au. Ey, Kraftwerk ist halt auch so, ist auch nicht so, dass die da rumstehen, Deadline, ne? Selbst wenn einer am Kraftwerk ist, dann rennt er da durch die Gegend, das ist schwierig. Man muss einfach jetzt ein bisschen flexibel durch die Gegend schauen. Überall, wo man Shots hört, dass man die irgendwie auf Range bekommt.
Also drüben hat auf jeden Fall jemand geschossen. Irgendwo da hinten in der Baustelle oder keine Ahnung. Hier halt einfach einer sitzen könnte, das wäre ein Traum. Oh Mann, aber auch keinen Schuss mehr, ne? Ja, wird nur dunstig, ist schon recht. Ich denke mal, hier drüben wird dann keiner sein, wenn der da war. Ey, ganz ehrlich, ich habe langsam das Gefühl, ich müsste vielleicht echt Resort aufs Dach. Das würde vielleicht die besten Chancen bieten, aber bin ich halt wieder im Resort und ich weiß, dass ich mich dann auch ein bisschen dem Loot widme, wie ich mich kenne. Übrigens, als ich so die ersten Male Tarkov gespielt habe, Shoreline, dachte ich, die Tanke und das Pier da hinten und der Bereich hier, das wäre die ganze Map. Also bin ich immer hierher gelaufen und dachte, das ist die ganze Map. Da gab es das Resort damals noch nicht, aber... Da bin ich immer in die Tanke, habe den Safe gelootet und beim Rausgehen bin ich immer verreckt. Das war damals schon so. Immer versucht zu looten... Immer beim Rausgehen verreckt. Oh, da hinten schießt's, ne? Okay, go, go, go. Soll ja kommen, glaube ich, ne? Also zumindest mit Stims hat's Nikita gesagt. Ob's das komplette Heilen auch geht, keine Ahnung. Aber es soll ja... Es soll ja die, es soll ja möglich sein, dass man in Ohnmacht fällt oder ohnmächtig wird, wenn man zum Beispiel einen Headshot bekommt, also einen Helmtreffer. Und dann soll man zum Beispiel seine Mates schleppen können, den Stims reinhauen können. Irgendwie so hat er es gesagt. Ja, ein bisschen hart für Solospieler. Ja, da hinten ist irgendwas. Das klingt verlockender. Ganz ehrlich, ich glaube, auf der Insel ist besser. Wir gehen zur Insel. Oder was meint ihr? Da stehen die Chancen besser, dass ich da jemand auf 125 erwische. Joker, vielen Dank für den Follow, willkommen. Moin Joker, Servus, wie geht's? Ah, ist gut, so soll's sein. Okay.
Falls zwei Leutchen von der Insel. Ja, ja, ja. Wir laufen eine Runde. Oh, ganz gut. Gerade eine sehr gute Zero-to-Hero-Runde gehabt. Jetzt machen wir hier ein bisschen Shooter Born in Heaven. Mal sehen, ob wir hier auch gleich jemanden haben. Ist der Sack. Oh, da hinten ist er. Danke! Grüße gehen raus an den Paid Actor Club. Verbindlichsten Dank. Also das war eins euer Premium-Member, Premium-Exemplare. Er läuft nach links raus auf die Insel, besser hätte er sich nicht... Und bleibt stehen. Ei. Das war... Leider... Ah, der war Paid Actor ins Quadrat. Jetzt mal ganz ehrlich. Also einfacher hätte er es mir nicht machen können, ne? Ich dachte schon, jetzt kommt der Kollege, ja, ja. Aus Dosen, Elon. Ey, keine Ahnung. Ich meine, der wollte irgendwie... Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat eine Daily gemacht. Der musste irgendwie Scavs mit der VPO oder so auf Range töten. Und deshalb ist der da rausgelaufen. Also ich meine, besser hätte es für mich nicht laufen können. Okay, man sieht halt einfach... Da sieht man sie liegen. Jetzt sieht man echt gar nichts mehr da. Gut, jetzt gehen wir noch rüber zu den anderen. Oder wir schauen jetzt mal, ob wir da noch einen erwischen. Nice, das war auf jeden Fall Schuss Nummer 2. Einen brauchen wir jetzt noch auf Shoreline. Und danach brauche ich noch 2 auf Reserve. Und dann ist Shooter Born in Heaven durch hier auf dem Account. So, jetzt bitte einer mit den Shots da von eben, der jetzt einfach hier rumhockt. Hier. Shots aus. Leider nein. Oh, ist da gerade was gelaufen? Spieler. Oh ja. Nein. No! Oh, du, come on. Da durch. Come on! Hab ihn getroffen. No! Yes! Yes! Dankeschön, Mr. Paid Actor Nummer 2. Wir haben's. Ah. Spoiler, Pier ist nicht offen. Oh, oh mein oh. Gott. Nee. Geiler Dude, ey. Räum rein, nee. Siggi, danke für die 200. Ey, unglaublich. Unglaublich. Ich gehe ihn looten, ja. Und es war auch noch ein Headshot. Ich habe ihn getroffen durchs Boot. Glaube ich. Ich habe ihn durchs Boot getroffen. Ich bin mir ziemlich sicher. Das wird ein YouTube-Short, ja. Auf jeden Fall wird es ein YouTube-Short. Und ein TikTok-Video. TikTok, ich komme, da muss ich schon nicht mehr tanzen. Unzensiert auf OnlyFans, ja, mit Untertischkamera.
Ich sag's euch mal, wie es ist. Bei dem machen wir jetzt halt die Anfänger-Loot-Taktik. Ich schmeiß mein Gear in die Ecke und lauf da komplett nackt hin. Weil, wenn mich da einer beschießt, bin ich eh Hackfleisch. Und so kann ich auf jeden Fall alles mitnehmen. Junge, Junge, also die zwei kotzen sowas von im Strahl. Ritter, danke für den Prime. Willkommen zurück in der Abo-Falle. Danke für den Support. Und Servus, wie geht's? Sehr freundlich, dass du dein Prime bei mir lässt. Ja. Ja, stimmt. Ah, das ist eine. Also hier, ne? Oh. Leck mich. Echt jetzt? Ey! Servus, Effin. Woher hat denn der. Der denkt gleich, hier unten laufen zwei rum. Einer gegiert, einer ungegiert. Oh, komm. Oh Gott. Was sagen bloß ein Scav? Da ist einer auf dem Tower drauf? Ja, da ist einer auf dem Tower drauf. Du kleiner Rattenjunge. Der ist auf dem Tower. Das ist ein Mate. Der ist auf dem Tower. Okay. So, Freund der Sonne. Wir rücken jetzt zusammen. Der ist echt auf dem Tower, ey. Ein Specht, ja. Ich sag's euch, die wollten Peerkills und auch Shooterborn in Heaven machen. Wo pieke ich denn jetzt am besten? Da ist er. Okay. Ist hier irgendwo eine Lücke, wo ich durchschauen kann? Hocken, warten, hocken, warten, hocken, warten, hocken, warten. Scheiße. Skaffis, danke für die 200. Ach, bloß nicht bewegen, ne? Ja, ja. Legend No Servus, was ist das für ein Tower? Der war schon immer da.